So, willkommen zurück. Wir sind hier auf dem Server Karthagen und wollen uns ein Gebiet suchen. Ich bin die Kurze. Und ich bin Kitten. So, hier steht jetzt bei den Regeln, sucht euch ein Gebiet. Ja, und das wollen wir auch jetzt tun. Wir haben uns gerade vom Kitten ein Starterpaket geben lassen, was aus 64 Fackeln, einer Schaufel, einer Axt, einem Pickel und 32 Broten besteht. So, Kitten, dann laufen wir mal los. Kitten und ich haben uns überlegt, wir laufen jetzt zum Strand. Und hier auf dem Server gibt es so Art Portale, die uns von großen Dörfern zu großen Dörfern teleportieren lässt. Und diese meistens in irgendwelchen Schiffen oder Zeppelinen oder sowas versteckt. Und deswegen gehen wir jetzt zum Hafen. Da es hier keinen Zeppelin gibt, wird es wohl in einem Schiff versteckt sein. Und das einzige Schiff, was ich sehe, was so eine Brücke hat, seht ihr, mit dem Land verbunden ist also, wird dieses sein. Also werden wir wohl das Portal hier drinnen finden. So, es geht hier rein. Ja, wie man an den Schildern sieht. So, Kitten, erklär mal, wie kommen wir denn jetzt ins Wikingerdorf? Also, man sieht hier ja dieses Schild. Hier steht Spawnpunkt, right click to use gate. So, wenn wir da jetzt einmal Rechtsklick drauf machen, sehen wir ganz oben Spawnpunkt, das heißt, wo wir sind, dann einen Pfeil und dahinter Wikinger 3K. Das heißt, das ist das Wikingerdorf und diese 3K steht dafür, dass es 3000 Blöcke entfernt ist, was hier auch auf den Schildern erklärt wird. Also 1K gleich 1000 Blöcke. Ja, so, wenn, und da ist noch ein anderes Dorf, das nennt sich NYC. Das ist 7000K, also 7000 Blöcke entfernt. So, wir wollen aber ins Wikingerdorf und dann drücke ich mal hier auf den Knopf und dann können wir da durch. Und schon sind wir in einem anderen Schiff. Ich habe ja erklärt, die sind alle im Schiffen. Und ja, dann laufen wir mal nach oben, denn wir wollen ja ein Gebiet finden. So, ich mache mal hier die Tür auf. Kitten, vergiss nicht, Tür zu. Genau, super. So, und jetzt wollen wir hier... Hat einer die Tür vergessen zuzumachen? Langlaufen. So. Oh, das ist aber schön. Fühle ich mich direkt zurückversetzt in die Zeit. Hier laufen auch Dorfbewohner rum. Ups. Der wollte uns umrennen. Oh, schön, mit einem Brunnen. In solche Brunnen darf man übrigens nicht reinfallen, weil man kommt nicht selber wieder raus. Wie der Kitten hier gerade beweist. Haha. So, und ja, dann gehen wir mal hier weiter. Dort können wir mal in ein Haus reingucken. Hier ist ein Dorfbewohner. Hallo! Ja, voll eingerichtet, wie man sieht. Die sind natürlich von Game Mastern gebaut worden. Die gibt es nicht einfach so. So, jetzt fahren wir mal den Weg hier und da kommen wir nicht weiter, wie wir sehen. Das ist natürlich doof. Ja, dann gehen wir mal durch den Wald, ne, Kitten? Der Kitten guckt jetzt für uns auf die Live-Map, wo wir denn ein Gebiet uns suchen können, da ich euch das ja nicht wirklich zeigen kann und das wäre auch blöd, wenn ich euch jetzt hier aufhalte, ne? Wir laufen hier mal weiter und hier geht's schon wieder durch den Wald. Oh, eine Wüste! Oh, da jetzt wird's schon langsam dunkel. Haben wir natürlich ein Problem. Kitten, gibt es denn hier in der Nähe ein Gebiet für uns? Ja, also wir haben hier einmal Schnee, dann Wüste und weiter hinten haben wir noch Steppe. Woran wärst du denn mehr interessiert? Also ich bin eher für Wüste und Steppe, aber wir haben jetzt ein Problem. Es wird dunkel. Schreit schon einer, Tag, please. Die GMs scheinen hier häufiger mal Tag zu machen, wenn die Leute das wollen. Ja, dann leg mal los, Kitten. Mach mal Tag. Sonst sterben wir hier nämlich vorher. Hey. Man sieht schon, da ist schon der erste Zombie. Ah, Vorsicht, nicht reinfallen. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier hinten vielleicht. Nee. Da hinten ist ein bisschen Steppe. Ich wäre eher für Steppe. Also Eis ist nicht so mein Ding, aber... Ja, dann gehen wir mal hier lang. Da lang, okay. Oh,
Hier ist Bambus, das nehmen wir uns direkt mit. Das können wir direkt gebrauchen. Ja. Da ist Kitten schon wieder in Wasser gefallen. Ha, du hast das erste Ei gefunden, was wir haben. Klein ist sogar ein Schwein. Wir werden euch nämlich in ein paar Videos ein bisschen was zeigen, was wir so hier alles machen können. Und wir werden auch Let's Plays machen. Vor allem mit den Kaktus. Kakteen wären auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, du hast hier ja genug zum Mitnehmen. Und da hinten sehen wir, es sind ja auch schon Bäume, da können wir was machen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. So, mal aufpassen hier. Hier ist noch ein Ei. Ah, schon weg. So, und da haben wir unsere Steppe erreicht. Und ich denke auch, hier wäre ein schöner Platz, um sich breit zu machen. Hier haben wir Wüste. Wir haben Wasser gesehen und ja, genug Boden, um uns hier ein nettes Plätzchen zu machen. So, das war's erstmal und wir sehen uns bald wieder.